Hallo Leute, willkommen zurück bei der Evolve Beta. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch mal wieder einen neuen Charakter vorstellen. Und zwar ist das Parnell mit der Schrotflinte, dem Multiraketenwerfer, dem Supersoldaten. Mal schauen, was das so ist. Und den persönlichen Schild. Ich spiele den Assault-Typen. Den habe ich, glaube ich, erst ein oder zweimal gespielt und den Parnell sowieso noch nie. Deswegen nehmen wir den jetzt auch und ich glaube, ich nehme einfach den Schadensbonus. Weil ich bin ja einfach nur Damage-Dealer. Und da bin ich sehr gespannt, ob wir unserer Rolle gerecht werden können. Maggie ist am Start, Hank ist am Start, das sind die Standardcharaktere. Mal schauen, welchen Medic wir haben werden. Ah, okay, auch Standard. Gut. Na, okay, da bin ich mal gespannt, wie das Team sich schlagen wird. Es soll hier so eine kleine Vorstellung eher sein für die andere dritte Klasse, die Assault-Klasse, die jetzt ja in der Beta das erste Mal spielbar ist und habe ich mir gedacht, komm! Die Leute, die wollen bestimmt mal sehen, was es noch so für Charaktere bei Evolve geben wird. Und deshalb heute Assault. Parnell gehört zur Assault-Klasse. Er macht den Schaden. Die Supersoldat-Fähigkeit erhöht Feuerrate und Bewegungstempo, kostet dich aber Gesundheit. Die Schrotflinte feuert vollautomatisch und verursacht auf kurze Distanz viel Schaden. Auch der Multiraketenwerfer feuert vollautomatisch. Eignet sich aber eher für größere Entfernungen. Denk daran, deinen persönlichen Schild einzusetzen. Okay. Klingt doch auch mal interessant, einfach nur raufholzen. Kochst du heute Abend? Klar, nichts ist besser als frisch gekochtes, um den Geschmack von Sinnpasta-Rationen loszuwerden. Irgendwelche Wünsche? Achte diesmal einfach darauf, dass es wirklich tot ist, okay? Was, mochtest du den gegrillten Schluchtal etwa nicht? Wenn er sich nicht so viel bewegt hätte. Ja, das war irgendwie widerlich. So, einfach nur Damage rausrotzen. Das ist auch mal eine interessante Rolle. Also, wenn am Ende dann das Monster nicht im Boden liegt, dann könnte es unsere Schuld sein. Da unten geht Goliath doch gerade noch. Da unten ist er noch. Okay, Leute, ich weiß genau gerade, wo er langgegangen ist. Da. Oh, wir sind verdammt langsam. Da vorne ist er. Okay, warte. Wow, da hat er aber dick gerade mal Raketen von mir abbekommen, der alte Bengel. Und hier kriegen wir noch einen Buff. Sehr gut. Wow, geil. Also das war echt nicht schlecht. Direkt am Anfang halt ein bisschen Damage gemacht. Scheiß die Wand an. Wir sind aber verdammt langsam. Okay, das Monster geht da lang. Shit, ich dachte, wir können hier noch rum, aber... Ah. Braucht jemand einen Nachschlag? Ja, ich könnte ein bisschen Heilung gebrauchen, so ist es ja nicht. So, es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass der hier war. Deswegen, verdammt, der ist echt weit weg. Ich versuche ihn den Weg abzuschneiden. Indem ich hier lang gehe. Ey, wow! Was ist das für ein Drecksvieh? Der ist hier doch irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Nee, der geht da lang, okay. Okay, Leute, dann werden wir probieren, dass wir dem hier oben den Weg abschneiden. Oh, shit. Ja, muss ja. Er muss ja eigentlich dann da hinten rum. Scheiße, da kommen wir gar nicht durch. Doch. Mal schauen, ob er auch hier unten lang geht. Das wäre schon sehr wunderlich. Meine Teamkollegen haben halt ein Problem. Oh, persönlicher Schild. Ja, kein Problem. Ich kann sowas ab. Meine Teamkollegen haben halt ein Problem. Die rennen halt einfach immer nur hinterher. Und das bringt einfach gar nichts, weil Goliath ist nun mal schneller als wir. Da oben klettert er hoch.
bin wirklich der Einzige, der hier mitdenkt scheinbar in diesem Team. Das ist wirklich sehr schade. Weil Evolve ist halt ein Teamspiel. Und ja, was soll ich machen großartig, wenn mein Team irgendwie nur Quatsch macht? Da oben. So, jetzt ist natürlich die Frage, geht der links oder rechts rum? Guck mal, wo mein Team ist. Er ist links rumgegangen. Scheiße. Es sei denn, wir... Ich höre ihn. Oder? Das Ding stellt sich geschickt an. Wo ist er hin? Der ist hier in der Nähe. Hier oben? Spuckt er nicht sonst immer Feuer, wenn er sich evolvt? Da hinten! Ja, ja, mach mal. So, ich bin unbesiegbar, mein lieber Freund. Ja, ja, mach mal. Hau weiter auf mich ein. Kein Problem. Wo bleibt mein Team? Bin ich eigentlich der Einzige, der mitspielt? Was machen die anderen denn? Ja, ich brauche Hilfe. Monsterpanzerung ist weg, Freunde. Und keiner kommt, um zu helfen. Ey, ich verstehe es nicht. Ach, jetzt sind die schon da. Wow, ihr seid ja schnell. Also, es ist das dreckigste Team, was ich seit langem hatte, ganz ehrlich. Alle rennen stumpf dem Monster hinterher. Er ist jetzt schon auf 2 Evolve, da liegt der Nächste. Da liegt der Nächste. So, jetzt schießen die ein bisschen, endlich mal. Jetzt einfach raufkloppen, einfach raufkloppen. Schön Schaden machen. Jo, genau, sehr schön, mit dem Lasercutter rauf. Und jetzt... Jetzt macht Riddler sich unsichtbar, wo der andere tot ist. Naja, ich bin da noch nicht so überzeugt von. Es könnte sein, dass das jetzt der Untergang schon wieder ist. Ich denke mal, der Riddler hätte sich später unsichtbar machen sollen. Und erstmal seinen Arsch retten sollen. Und jetzt müsste Goliath... Warum gehst du in den Nahkampf, Riddler? Was zum Teufel macht der denn? Warum? Warum geht er aggressiv gegen ihn vor? Kann ich nicht nachvollziehen. Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Oh Mann. Naja, okay, gut. Kann man nichts machen, Leute. Wir schauen mal eben. Wir schauen mal eben, ob wir ein bisschen, was man da so als Charaktermeisterschaft halt machen muss. Ah, guck mal. Ah, den Supersoldat habe ich gar nicht genutzt. Shotgun auch nicht. Ups. Nur mit dem Multiraketenwerfer haben wir ein bisschen Schaden gemacht. Ja, also war halt wirklich nicht so eine schöne Runde, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich glaube aber auch schon, dass unser Team da ein bisschen was zu beigetragen hat. Ne? Oder eben halt auch nicht. Je nachdem, wie man das sehen möchte. Ihr habt auf jeden Fall diese Klasse hier auch nochmal gesehen. Den Assault-Soldaten, den dritten, den es jetzt neu gibt, seit der Beta. Und ja, schaut euch Evolve einfach mal selber an. Ihr könnt es euch ja mal runterladen, falls ihr einen Key habt. Oder falls ihr in der Alpha teilgenommen habt, dann seid ihr eh für die Beta berücksichtigt. Und falls ihr Left 4 Dead besitzt oder... irgendwas anderes, dann seid ihr auch für die Beta berücksichtigt. Also, schaut einfach mal in euren Steam-Ordner rein, ob ihr das vielleicht nicht sogar habt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in-game, Leute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.